beantworten. Wir sind schon Profis darin. Recht hat sie. Ich meine, ich brauche die Lampe nicht zwingend. Aber schön wäre es trotzdem. Was ist denn da nicht? Leute drin sind? Und sein. Gehen wir da wirklich rein? Keine andere Wahl. Bestimmt von so einem creepy Typen gemacht. So eine richtig geile Falle. Lass mich raten, ich muss die Tür aufmachen. Natürlich muss ich die Tür aufmachen. Hallo. Hallo. Eine Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Ja, höchstens Klicker. Wer wohnt denn hier? Meint er, dass ihr für ein gutes Versteck hält? Geht's euch genauso? Findet ihr, dass der Junge eine wirklich sehr männlich erwachsene Stimme hat? Irgendwie schon, oder? Hier liegt eine Knarre. Kannst du nicht aufheben? Warum nicht? Alles klar. Nur zur Zierde. Nur gucken, nicht anfassen. Super. Ellen, nicht. Beruhig dich. Hey, Sam. Oh, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Dass mir nicht angezeigt wird, wenn ich irgendwelche Gegenstände aufklauben kann. So, gibt's hier noch irgendwie was zu holen? Ja, geh halt nur nicht aus dem Weg, Junge. Oh, anstrengend. Jetzt kann ich auf einmal den Schrank aufmachen. Gerade eben konnte ich's nicht. Vielleicht ein bisschen verbuggt, man weiß es nicht. Kann ich jetzt vielleicht die Knarre da vorne aufklauben oder was auch immer das ist? Sieht aus wie ein Teil von. Ah, jetzt. Zum Ausrüsten gedrückt halten. Sieht aus wie eine kleine Shotgun. Ist eine kleine Shotgun. Hihi, heißt Shorty. Okay, das ist ein bisschen. Ah, jetzt. Moment. Da breche ich mir ein bisschen die Finger. Ich könnte natürlich auch hier drücken. Hier oben. Und dann geht das hier auch leichter. Da ist mein Bogen. Ich habe aber keine Pfeile dafür. Na, wer hätte das gemacht? So. Jupp. Die hätten für die Synchro einen jugendlichen klingenden Sprecher verwenden sollen. Ja, ich. Nein, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Hörst du das? Infizierte. Leise. Die normalen Infizierten, die machen mir nicht so die Probleme. Die Klicker sind immer anstrengend. Wieder schwimmen. Achtung! Ihr macht das. Tja. Habt ihr das gesehen gerade? Wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Ist der weggeflogen? Nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wow. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Alter, hat's denn weggezogen? Ich weiß. Holy shit. rechts lang oder erstmal rechts lang, oder? Erstmal hier lang. Also, die haben sich schon gut eingelebt hier.
Hier geht es wahrscheinlich wirklich komplett lang. Ich gehe mal hier lang. Ich darf nichts vergessen. Oh. Wir haben sogar eine Wasseraufbereitungsanlage gehabt. Hau mich um. Regenfänger-Notiz. Achso. Hallo Susan, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass ich sie habe, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande, Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Eisch. Okay, der hat sich also wirklich mit anderen zusammengefunden. Kann hier natürlich nichts mitnehmen. Aber ja, dann war er wenigstens eine Zeit lang glücklich, sag ich mal, wa? Bevor es ihn dann erledigt hat. Hier das ganz spezielle Spielzimmer, oder? Oh, eine Schule. Traumhaft. Eigentlich eher so ein Kindergarten, oder? Oh Junge, die sind aber schon eine Weile tot. In der Klemme-Notiz. Klingt schon mal gut. Wir sind gefangen, wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn das soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle, okay. So. Himmel. Die Armen. Ein paar gewesen, wa? Oh, wie ärgerlich, ey. Jo, ich mach mal Licht an, wa? Flacker, flacker. Hier rum. Kann ich eigentlich nichts aufheben, wenn ich die Lampe anhabe? Ist das ein Bug? Vielleicht, weil die Lampe flackert. Ja, dann hoffe ich mal, dass nicht noch mehr Spiele kommen mit diesem Feature. Sonst muss ich ja wirklich mit Controller spielen. Wenn ich hier die Lampe nicht schütteln kann. Ich denke immer, dass in jeder Ecke was liegt, ne? Man muss immer ganz genau hingucken. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Zum Beispiel durch diese einzige Tür? Oder durch dieses Gitter? Ja, nice. Ja, alles okay. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Ah, ich bin dumm, sorry. Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Klicker! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Alter! Fünf Klicker. Was zum Geier? Oh, wow. Wir schaffen das. Oh, oh. Ja, ich hab gegen die Playstation geschlagen. Okay, Kleiner. Den Traum werden sie nochmal kaputt gehen. Ja. Ach ja, Mensch. Fünf Klicker nur. Okay. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Wenn du lootest, wenn ich loote, lootest du. Ja, ist super. Ich höre auch schon Gekreische hier wieder. Ich liebe es, große offene Räume und Zombies.
Einer was hier hinten lang gelatscht, ne? Da hinten. Alles klar. Das war's für uns. Weiter. Ach, der ist gar nicht tot. Alles klar. Man tötet sie gar nicht mit dem Messer. Man wehrt sich nur kurz. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ein feuchter Traum. Warum eigentlich? Macht ja gar keinen Sinn, wenn ich eine Schrotflinte habe. Dann nehme ich doch nicht die Shorty. Ach, guck mal, meine Lampe geht wieder. Oh, ist das ein Traum. Das ist ja ein Traum. Rechts oder links? Rechts. Oh, traumhaft. Die normalen geht, die kann man wenigstens verprügeln. Alter, wie viel denn noch? Stay alive, stay alive. Wer sind denn hier, Alter? Verarschen? Also ich muss jetzt mal kurz noch mal was einstellen. Das ist natürlich nicht so geil. Geschwindigkeit. Achsenbeschleunigung. Stell mal höher auf 50. Ah, so.
Alter! Nicht aufhören! Zack! Also die Achsenbeschleunigung geht gar nicht. Am besten die auf 0 machen. Weil die dann nachbeschleunigt, das ist das Problem. Wenn die Maustation auf 90 da passiert. Alter. Bisschen mehr geht noch. Denkst du, als wäre genau neben mir hier? Hey. Oder was? Hey, man muss schon ganz schön rudern, dass die Maus sensibel hier hinterherkommt. Hast du eine Snipe-Taste und das Gegenstück dazu, dass du in den entsprechenden Situationen die Mausgeschwindigkeit drosseln und erhöhen kannst? Ja, ich habe eine Snipe-Taste. Natürlich, glaube ich, hier nicht belegt. Aber ich habe noch eine auf der Tastatur. Dann geht es da sofort in die loste Einstellung. Ich krieg davon nur nicht wirklich was mit, muss ich sagen. Achso, die muss ich gedrückt halten. Das Vieh ist bestimmt in der Wand eingemauert. Ich glaube es auch langsam. Gar nicht nervig, das Vieh. Da rennt's rum. Die ganze... Ist ja auch total verseucht, die Bude hier, ne? Jetzt renne ich dem. Hast du es jetzt mal? Jo. Für die will ich halt keine Munition verschwenden, weil die kannst du nämlich auch so wegklatschen. Immer noch einen rumkrakeelen. Scheint schon eine ziemlich große Gemeinschaft gewesen zu sein, ja? Mir fehlt noch Alkohol. Ich könnte noch ein Messer machen. Ja, es gibt laut der Beschreibung drei Geschwindigkeiten. Die Lauffunktion für flüssiges und langsames Umschauen, die Snap-Funktion für präzise Schüsse und dann noch die eine zum schnellen Umsehen. Es gibt insgesamt 4 DPI-Stufen. 1600, 22, 28 und 32, glaube ich. Das Problem ist, du siehst in der Software nicht, welche DPI-Stufe du ausgewählt hast.
Und das hier, die Maustodzone, hat, glaube ich, überhaupt gar nichts gebracht. Hoffe, ich bewege mich auch im richtigen Profil hier. Wow, warte mal, muss ich die speichern, bevor ich hier was... Oh Mann, ich glaube, ich muss das speichern, bevor irgendwas passiert. Kann das sein? Aus. Geschwindigkeit. Aber es hat sich doch was getan, als ich hier was geändert habe. Oder hab ich mir das jetzt alles nur eingebildet? Das Ding ist, je gleichmäßiger du die Maus bewegst, so schneller erkennt er die Geschwindigkeit an. Ist nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe hier mit dem Gerät. Diesmal auf 50. Maustodzone ziehe ich mal auf 100 und dann gucken wir mal. Kommt mir jetzt so extrem langsam vor, als ob er übelst viel nachbearbeiten müsste. Beschleunigungskurve, die bringt mir halt gar nichts. Wenn ich hier rumrudern muss, wie ein Blöder. Oh, eine Kinderzeichnung. Danny, ich, unsere Beschützer. Also Danny scheint einen ziemlich kleinen Kopf gehabt zu haben. Da kommt man dann wahrscheinlich zurück. Oder? Voll. What the fuck? Voll. Ich kann wieder was craften, glaube ich. Ich kann ja keine Rauchbomben mehr herstellen, ne? Alles voll halt. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man mit dem Controller muss man ja nicht so rumrudern. Du drückst halt gegen den Controller, bis du fertig bist, ne? Dich einmal komplett gedreht hast und hier musst du wieder drehen. Das ist hier. Macht irgendwie gar keinen Unterschied, wenn ich hier die DPI-Zahl einstelle. Mensch. Wo
rennt denn das Vieh hier noch rum? Das macht mich ganz nervös, ne? Oh, was haben wir hier Schönes? Ja, moin. So, wenn wir jetzt irgendwo mal noch eine Werkbank finden, dann können wir wieder Waffen craften oder beziehungsweise verbessern. Also, hier ist nichts mit schnell umdrehen. Auch nichts mit schnell umdrehen. Ich glaube, hier tut sich gar nichts. Da ist natürlich nicht die originale Maus dran. Jetzt weiß ich nicht, welche Tasten das sein sollen. Sorry, Koala, dass der Bot dich getimed hat. Hast du das gleiche normal geschrieben? Tasten geschrieben. Tjo, also, hier kommen wir nicht lang. Also müssen wir dann wohl oder übel da lang. Kann man hier noch was aufheben? Nee. Weil X und Y... Also hier, Y geht gar nicht, ey. Zum Inka? Don't know. Oh, it works. Also ich habe ja die App offen. Also das müsste sich ja irgendwie verbessern. Ich teste das nochmal kurz. Weg hier! Der Zone ist ja auch dafür gedacht, dass die Bewegungen nicht übertragen werden, ja. Wenn das Ding nach langer Benutzung etwas locker wird. Hm. Das macht dann natürlich Sinn. Ja, wenn man sich mit Konsole nicht so auskennt, ne? Ist das Ellie? Na los. Die haben bestimmt alle umgebracht. Joe, da sitzt sie! Sam! Gott sei Dank! Wir müssen schnell weiter! Durchgang! Da drüben! Sam! Oh wow. Ellie, geh weg von der Tür! Ich musste alle umbringen. Sam! Er ist durchgekrochen! Was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Ich bin schon wieder halb tot, ne? Alle nach oben! Na los! Halbtot ist ein bisschen übertrieben sogar. Untertrieben. What? Ah. Ja, bei solchen Sachen kann ich mich halt nicht schnell umdrehen. Das wird ein bisschen schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe. Guck mal hier kurz. Na? Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster. Oh, Baseballschläger. Mach von der anderen Seite auf. Mach schnell. Hey, na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. Ja, beim N64 kenne ich das Problem mit dem ausgeleiteten Stick.